Lieber Stier, mein Name ist Emmanuel von Zennstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Herzlich willkommen. Das ist die allgemeine Monatsprognose für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. des Monats hast du Merkur Konjunktion Pluto in Steinbock. Du wirst sehr nachdenklich am Monatsanfang sein, wahrscheinlich machst du dir viele Sorgen um eine Sache. Positive Gedanken werden dir helfen, eine Person oder Situation positiv zu beeinflussen und im Bereich der Partnerschaft und der Geschäfte ist eine tiefgreifende Änderung notwendig. Ansonsten wird man sich im Jahr 2021 von unvorteilhaften Situationen nicht befreien können. Wir haben am 6. Mars in deinem Zeichen eingetreten. Bis 3. März wirst du dich durchkämpfen müssen, um das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Der Weg zum Erfolg ist nicht leicht, aber du hast schon so viel geschafft und du solltest nicht aufhören oder aufgeben. Wenn es eine Sache nicht funktioniert, wie du das möchtest, mein lieber Stier, dann solltest du deine Energie woanders hereinlegen. Wir haben am 8. des Monats Merkur in Wassermann eingetreten, das heißt bis 15. März gibt es eine Angelegenheit, die viel geistige und körperliche Kraft von dir verlangt. Vieles dürfte sich bald in deinem Leben komplett verändern und das ist gut so, mein lieber Stier, auch wenn es eine gewisse Ungewissheit bei dir herrscht. Wir haben am 9. Januar Merkur Quadrat mit Mars. Bis 15. Januar könntest du eine Sache leicht übersehen, insbesondere wenn du dir nicht genügend Zeit für Ruhe und Nachdenklichkeit nimmst. Unruhe und Schlaflosigkeit können bei den meisten Stieren eintreten. Zwischen 10. und 11. des Monats haben wir Merkur, Konjunktion Saturn und Jupiter im Wassermann. Gesellschaftliche Entwicklungen und Geschehnisse können eine besondere Herausforderung für dich darstellen. Themen wie zum Beispiel Bildung, Behörde, Vater und Umsiedlung stehen mit Schwierigkeiten in Verbindung. Am 12. des Monats haben wir Merkur Quadrat Uranus. Eine Konfliktsituation kann leicht entstehen und wenn dies schon vorhanden ist, dann muss man klug handeln bzw. sich jeder Schritt gut überlegen, damit man diese Situation oder Konflikt regeln kann. Kreative Arbeit ist mit dieser Kombination auch möglich. Wir haben dann am 13. Mars Quadrat Saturn. Bis Anfang Februar musst du dich extra anstrengen, mein lieber Stier, ein wichtiges Ziel zu erreichen oder einen Wunsch zu realisieren. Vergewissere dich bitte, dass du das Richtige tust und dass deine Bemühungen sich wirklich lohnen. Das ist ganz wichtig in dieser Zeit. Wir haben dann am 13. einen Neumond in Steinbock. Bis Anfang Februar hast du mit negativen Gedanken zu kämpfen. Ängstliche und zweifelnde Überlegungen solltest du mit positiven Emotionen und Gedanken umwandeln. Themen wie Bildung und Umsiedlung können in den Vordergrund treten. Am 14. haben wir Venus Trigon Uranus. Du hast viel zu erledigen, aber du darfst dich nicht von anderen Menschen unter Druck setzen. Finde deinen eigenen Rhythmus. Auch am 14. haben wir Uranus direkt in deinem Zeichen. Bis Anfang 2021 wirst du Änderungen in deinem Leben vornehmen, die dir erlauben, Großes zu erreichen, also große Ziele zu erreichen und dein maximales persönliches Potenzial auszuschöpfen. Ein Studium, Ausbildung oder Fortbildung ist von dem Planeten gut beeinflusst. Zwischen 15. und 17. des Monats haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Es stehen dir mehrere Entfaltungsmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dir für eine einzige Möglichkeit entscheiden. Zwischen 18. und 20. des Monats haben wir Mars-Konjunktion Uranus in deinem Zeichen. Du solltest den Mut haben, dein Leben auf einer sicheren Basis einzurichten und in eine endgültige Richtung zu bringen. Wir haben dann zwischen 21. und 24. Januar eine Konjunktion zwischen Saturn und Sonne in Wassermann.
Wenn es Rechtssachen zu klären gibt, dann werden sich diese in die Länge ziehen. Konflikt mit einem Vorgesetzten ist möglich. Wir haben dann zwischen 25. und 27. Sonne, Quadrat, Uranus. Möglicherweise möchtest du Abstand von einem Menschen nehmen, der dir deinen Freiraum wegnimmt. Wir haben danach am 28. Januar Vollmond in Löwe. Bis Mitte Februar könnte man eine wichtige Entscheidung in Verbindung mit dem Thema Wohnung, Kinder und Lebensräumlichkeiten treffen. Wir haben am 29. Sonnenkonjunktion Jupiter im Wassermann. Du dürftest dir eine Änderung vornehmen, die viel Eigeninitiative erfordert. Und dann haben wir am 30. Merkur rückläufig in Wassermann. Bis Anfang März wirst du dich für eine wichtige Angelegenheit vorbereiten und gegebenenfalls einen Vorgang wiederholen oder einen Fehler korrigieren. Die Kommunikation mit Behörden, Chefs und Arbeitskollegen könnte am Monatsende besonders wichtig sein. Mein lieber Stier, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Falls du eine individuelle Einschätzung deines Horoskops brauchst, kannst du gerne jederzeit eine Beratung bei mir buchen. Ich wünsche dir einen guten Start in das neue Jahr 2021. Viel Gesundheit und Erfolg, alles Gute und wir hören uns beim nächsten Video.